1968 ging es in Sportpanorama um den Frauenfußball, der damals gerade populär wurde. Genau genommen haben die Damen in Wien auch schon in den 30er Jahren Fußball gespielt. Aber die Nazis haben wie so vieles auch den Frauenfußball verboten. In den 60er Jahren spielte man also wieder in Clubs mit klingenden Namen wie Sportclub Amazone oder Sportclub Fortuna. Nur die Herren, die diesen Beitrag gemacht haben, gingen nicht mit dem nötigen Ernst an die Sache. Es gibt Beine, in die sich Männer verlieben. Es gibt Beine, in die sich Fußballfans verlieben. Und dann gibt es noch Beine, in die sich Männer und Fußballfans verlieben können. Hier sind sie. Die Beine der Mitglieder zweier weiblicher Fußballmannschaften. Des Sportclubs Fortuna und des Sportclubs Amazone. Und im Fußball bewahrheitet es sich ebenso wie im Leben. Was man nicht im Kopfe hat, das muss man in den Beinen haben. Gut ist es allerdings, wenn man es in beiden hat. Im Fußballfelde war bisher der Mann noch was wert. Die Emanzipation schreitet jedoch auch in Fußballschuhen rüstig voran. Viel zu lang. Dann macht sie Agnes, machst du es gleich du. Komm, für den Ball ganz kurz. Die Anne stellt sich da her. Ganz, ganz kurz den Ball führen. Still ist da, ja, was? Zu weit. Hoppala, das ist nicht. Warum ist dir das passiert? Aber wenn... Weil du einen zu langen Schritt gemacht hast. Wenn du den Ball kurz führst, gibt es das nicht. In dem Augenblick, wo der Ball unten aufkommt, muss ich ihn stoppen. Die Widerstände, die diese ambitionierten Damen im traditionellen Fußballanhang vorfinden, sind beachtlich. Dennoch immer hält der Großteil der Männer Sportarten wie Ringen, Boxen oder Fußball für eine männliche Domäne. Und vielleicht haben diese Männer sogar recht. Keine Müdigkeit, das ist nichts. Und geht schießen. War schon ganz gut. Silvia, aufregen und schießen. Vorlegen. Nix, gut so, das ist nichts. Das ist ja... Einmal vor, zweimal vor und wenn man in Tornähe kommt, schießen. Trudi und Vicky, macht zusammen, dass es alle sehen. Das ist doch eine ganz leichte Übung. Ist das so schwer? So, und... Aber dann gibt es auch noch Männer, die meinen, dass Damen, die mit beiden Beinen in der Gegenwart stehen, auch mit beiden Beinen auf dem Fußballfeld stehen müssten. Aber was bewegt eigentlich die Damen, die sich nach einem Ball sehnen? Nach einem Fußball, versteht sich. Nur ich spiele gern Fußball. Was empfinden Sie, ist das Schönste bei diesem Spiel für eine Frau? Naja, überall ist der Kampfgeist, ne? Ist der Fußballsport nicht zu hart für Sie? Nein, egal. Die Frauen dann, weil sie Autorennen fahren und so weiter, Rad fahren und so. Ist Fußball auch nicht hart. Ich bin leidenschaftliche Anhängerin, ich bin eine Rapid-Anhängerin und ich gehe auch ins Stadion, wenn ein Länderspiel ist. Oder möchten Sie gern bei Rapid spielen? Nein, das nicht. Der Fußball gefällt mir am besten, also überhaupt ein Sport. Ich bin an und für sich gerne Sportlerin. Ich bin von Jugend auf schon mit den, also in der Schule habe ich schon Fußball gespielt mit den Buben. Und an und für sich tue ich gern laufen. Zunächst mache ich diesen Fußballsport als Hobby, möchte ihn aber trotz allem weiter ausführen. Und das ist der Augenblick, der sowohl von den Spielerinnen als auch von den Zuschauern immer wieder sehnlichst erwartet wird. Der Einzug in die Arena. In diesem Fall in den Wiener Märzring, wo eine Damenmannschaft aus Wien gegen ein Team aus Niederösterreich antrat. Die Wienerinnen in schwarzen, die Niederösterreicherinnen in gelben Leibchen. Es war eine rauschende Ballnacht. Trude, da bleib! Lass ihn antun, du bleibst nur da! Die Putze steht! Trude! Bei der Wiki. Wer hat die Wiki über? Du hast die Wiki über. Gib her. Wie Sie sehen, verstehen es die Damen, ihre Samtpfötchen zu gebrauchen. Das ist es auch, dass das vorwiegend männliche Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißt.
denn es ist nicht immer das ewig Weibliche, das sie hinanzieht. Ihre Kritik weist sie zwar nicht als Kavaliere, aber als Fußballkenner aus. Die sehen sie nicht aus, das ist richtig. Die haben mehr in der Hand im Ball als was. Das ist ja, ja, Theater ist halt. Von vorhin kann gar nicht reden. Ja. Okay, ein Zirkus, ne? Und vom sportlichen Standpunkt aus? Nein, wertlos. Wertlos. Taktisch wertlos. Der international ist nicht so. Ein Fehler drin, das ist alles auf einen Haufen. Nein, das ist noch nichts. Das steckt nur in die Kinder schon. Ne? Das Ganze. Aber würden Sie wünschen, dass sich in Österreich der Damenfußball durchsetzt? Ja klar, ein Fußballspiel von den Ersten und so, ein Theater. Ne? Man sieht, das sind ein paar Einzelne, die spielen ganz gut, zum Beispiel von den Gelben da, der rechts außen da. Spielt da los, aber sonst. Alles, alles auf einen Haufen und so, das ist. Das ist ein Männersport, ne? Möchten Sie nicht auch Fußball spielen? Nein. Die Schwarzen zeigen, dass auch Damen Fußball spielen können. Und das ist die zweite Halbzeit. Das Match endete mit einem überlegenen Sieg der Wienerinnen. Aber sehen Sie selbst. Zu überlegen, Herz. Komm her, schnell, komm her. Komm her. So, also komm her. Jetzt ist er. Ich sag dir was. Du musst näher dein Tor sein. Du musst dich immer vor dir haben. Nicht was du das, dass es da vor dir hat. Da vor dir musst du das haben. Nicht alle zwei. Renn nicht zu weh. Du geh nicht zu weh. Nicht falsch spielen. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Mannschaften Rapid, Austria oder Admira aus Damen bestehen? Naja, eigentlich nicht. Das machen nur die Beine von Dolores, dass die Senores nicht schlafen gehen.